Zustand hier mit diesem Zelt. Ich konnte gerade noch alle Sachen hier so reinbekommen, aber ja, sieht euch das an. Jetzt vielleicht auch noch regnet, ey, muss ich mir echt mal überlegen, ob ich das mit dem Zelten hier wahrscheinlich vielleicht abbreche besser. Jetzt habe ich so ein bisschen das Knie gebrochen, tatsächlich, mal wieder. Ich guck mal, was ich morgen mache. Gute Nacht. Es regnet die ganze Nacht durch. Ich saufe hier ab. Gott sei Dank bleibt das Zelt hier trocken. Herr Ulrich steht aber draußen. Ich hoffe, dass nicht das Wasser da irgendwo reinläuft. Ja, ich kann mich hier drin nicht umdrehen. Und ja, ich bin einfach im Arsch. Ich kann das hier so vergessen mit dem Zelt. Das ist einfach hier zu klein. Und ja, den Stecker hatte ich mir auch netterweise ausgeliehen. Habe ich nochmal Glück im Unglück gehabt, weil ich zu blöd war, so ein Ding mitzunehmen. Ja, und der Rest, ey, ich muss jetzt irgendwie gucken, dass ich, ja, keine Ahnung, irgendwie das Beste aus allem raushole. Es sind noch 400 irgendwas Kilometer bis nach Köln. Keine Ahnung, was ich jetzt tue, ey. Mal sehen. Am Regnen, das kommt gar nicht auf der Kamera hier so zur Geltung. Ich geh kaputt. Leute, Zeit zum Zähneputzen. Guten Morgen. Ich gehe jetzt mal eben hier rein. Ja, mach mich hier einfach mal frisch. Oh, wenn hier überhaupt Wasser läuft, jetzt muss ich mal gucken. Ja, wunderbar. Das muss jetzt sein. So, wenigstens, das ist schon mal frisch, Leute. Jetzt gehe ich im nächsten Step erst einmal, nachdem ich mir hier die Kapuze übergezogen habe, einkaufen. Ich brauche nämlich auf jeden Fall heute genug Nahrung, keine Zeit für Experimente, denn das Wetter soll den ganzen Tag so bleiben, wie ihr es hier sehen könnt. Es rennt. Ja, muss man mit leben. Ich komme nicht mit diesem Ein-Personen-Zelt klar, von daher habe ich mir heute ein Zimmerchen genommen über ein Airbnb, direkt am Rhein, direkt auf dem Rheinradweg, den wir heute auf jeden Fall auch endlich mal ansteuern bei der Serie hier. Ja, und jetzt gehe ich hier erstmal mit Sack und Pack einkaufen. Hier habe ich halt den Laptop drin und die Drohne. Ja, kannst du einfach nicht vom Wert her im Zelt lassen. Ne? So Leute, jetzt sieht die Welt schon anders aus für morgen. Ich habe hier einen schönen Kaffee geholt. Außen Supermarkt, das ist ein Automat vom Starbucks, richtig gut. Jetzt werde ich mich am liebsten mit meinem Laptop einfach hier hinsetzen, aber es ist leider nichts überdacht. Ich breche gleich auch mal auf, denn ja, 100 Kilometer liegen vor mir, jetzt sind wir hier gut und ja, mal sehen, wie stark der Regen heute noch wird. Was ich bis jetzt hier schon für ein Drama veranstaltet habe. Hier ist der Schnitt. Da bin ich noch in
Amsterdam. Das ist doch mal Einsatz für euch, oder? Sagt mal was. Das ist Engagement. Hier zu schneiden, ey. Hier unten drunter cool. Hast du einen 40 Liter Frischwassertank, ja. 40 Liter Brauchwasser und die Gasflasche steht dann da. Auf geht's um ja, 11 Uhr jetzt knapp. Ich weiß noch nicht, was ich sagen soll. Alles nass. Ciao, danke nochmal. Danke, gleichfalls, ciao. Soll ich mich jetzt freuen? Darf ich mich jetzt freuen? Ich mach's einfach mal. Auf jeden Fall nochmal besten Dank an die nette Family, die mir mit Strom ausgeholfen hat. Aber hier, Leute, der Rähn, lud euch das an. Komm. Es ist ein Sauwetter. Alles nass, Zelt nass. Und so weiter. Aber diejenigen, die das öfter machen, die werden jetzt lachen, wenn ich mich hier so bewohne. Da muss man halt mit rechnen, ne? Aber ich bin kein gewöhnlicher Camper im Prinzip. Von daher, ja, morgen fahre ich jetzt vom Platz runter, ohne zu duschen. Das mache ich alles im Zimmer später. Das wird eine Arbeit heute. Boah. Aber ich freue mich. Ich hoffe jetzt, dass die Akkus hier halten. Wir fahren jetzt Richtung Höck von Holland. Das ist da diese Ecke. Ich muss hier links. Und dann, ja, fahren wir Richtung Rotterdam. Und irgendwann kommt dann der Rhein. Der heißt dann erstmal noch Fahl oder Wahl. Da gibt es voll viele Arme, die in die See münden. Und irgendwann wird die Wahl dann zum Rhein. Ich sag euch wann, falls ich dazu halt komme. Ich muss gucken. Ihr seht ja selber, was hier los ist, ne? Mit den Klamotten so jetzt hier zu fahren, boah. Das drehe ich hier mal rüber. Das war hier auf jeden Fall ganz nett. Okay. Auf geht's, Motivation tanken, Frühstück ist im Gepäck. Macht gut, lieber Campingplatz. How to keep on trying, it shows. Something's changing in me, it shows. Now I'm highly breathing, there's no bad light. Way to go, back aroma without a call. That goes, till let's be baby, get this. Regen wird wieder stärker. Ich muss euch jetzt hier, glaube ich, einpacken. Geht jetzt mal gerade nicht anders. Morgen. Jetzt ist Platzregen angesagt. Nice. Der hat auch Bock drauf mit trockenen Klamotten. Ist richtig am Gießen, guck mal hier. Schüttet aus Eimern. Halb zwölf. Langsam macht's Bock. Weil ich bin jetzt so dermaßen nass. Ich hoffe nicht unter der Regenkleidung, aber es fühlt sich halt alles so an. Ich bin auch hier drunter ja, geschwitzt und irgendwie, weiß ich nicht. Ich muss das hier nochmal checken mit der Gorjacke. Weil es fühlt sich richtig nass alles an. Naja, ich habe jedenfalls meinen Seelenfrieden gefunden mittlerweile, weil sich darüber aufzuregen bringt sowieso nichts. Unangenehm ist natürlich dennoch der Fahrtwind. Ist nicht so stark, Gott sei Dank, wie gestern, aber es zieht auf jeden Fall. Ja, mir kühlt auch keiner entgegen, weil bei dem Wetter gibt es halt auch andere Tätigkeiten, die man durchaus unternehmen könnte. Aber wir lassen uns nicht unterkriegen. Ich habe nämlich ein Ziel und das lautet in 4,76 Kilometer Frühstück. An der Küste da irgendwo. Oh shit. Oh nee. Jetzt ist Schaumstoff nass. Leute, Marsch hier. Noch hier so ein draufsetzen. Aber macht Spaß. Jetzt hat der Regen auch so ein bisschen nachgelassen. Er ist ganz praktisch, wenn man mit der GoPro so vloggt, sehe ich gerade. Man sieht sich da nämlich auch selbst.
Wobei, ob der Anblick heute so schön ist, weiß ich nicht. Aber es ist schon ganz praktisch. Man sieht auch, dass die Kamera läuft. Aber generell filme ich das meist vom iPhone. Ne? Bin damit auch super happy. Ja, ich bin jetzt übrigens gleich da. Das sind noch irgendwie 500 Meter. Dann sind wir an dieser Ecke von Holland da irgendwie. Wo dann der Rhein halt eben tatsächlich ins Meer mündet. Aber ich weiß nicht genau, welcher Arm davon. Wie sieht das aus, ey? Ich habe riesen dicken Schädel. Ich habe so schon so voll die fetten Backen bekommen. So unbedingt vom Gewicht runter, ey. Ich habe mein Höchstgewicht, 86 oder so. Darf es keinem erzählen. So, Kamera jetzt wieder hier auf die Brust. Mit diesem Schnellverschlusssystem. Das ist halt hier krass, ne, mit dem Rad. Das ist einfach nicht so, so stabil beim Fahren. Und jetzt noch mit der Tasche vorne dran. Kannst du kaum die Hände vom Lenker nehmen, ohne dass du in den Graben fährst. Man soll natürlich auch eigentlich die Hände an den Lenker tun, aber geht auch nicht immer, ne? Oh, was denn jetzt? So, da seid ihr wieder. Nesselande, hier fährt ein Zug. Ich fahre jetzt mal auf Standard hier hoch. Der ist komplett beschlagen, keine Socke drin. Naja, ich muss mal gucken. Ich will eigentlich wirklich, habe ich mir fest vorgenommen, nach Köln zurückfahren. Das ist das Ziel, aber wir werden sehen. Leute, ich bin angekommen. Lohnt euch das an. Herzlich willkommen in Hoek van Holland. Wenn ich das richtig ausspreche. Ja, hier ist ja, hier ist keine Sau da, ne? Aber da ist ein Unterstellplatz. Boah, guck ich mir die Füße hier an. Oh, die Kamera ist los. Boah. Super, jetzt ist mein Fuß komplett nass. Ja, Leute, was ist denn hier los, ey? Nix. Hier ist einfach nichts los. Guck mal, hier ist noch so eine fette Pfütze. Nehmen wir noch mit. Ich mache jetzt irgendwo Mittag, ey. Frühstück. Was ist das Meer? Wir sollen da noch eben hinfahren. Komm. Krass. Hier gibt es Beach Club ohne Ende. Cool. Hier darf ich wahrscheinlich mit dem Fahrrad auch wieder nicht hin, aber ich fahre jetzt hier mal ein paar Meter. Krass. Leute, Hammer. Und es hat aufgehört zu regnen, ne? Yes. Krass. Hammer. Ja, willkommen am Meer. Da seht das mal. Da sind sogar welche, die surfen. Seht ihr das? Cool. In dieser braunen Brühe da. Ansonsten gehe ich mir langsam rüber mit dem Tele-Zoom-Objektiv. Sonst sehen wir da keine Socke, außer da. Einer mit dem Hund. Aber ansonsten guck mal weit und breit. Niemand. Leute, hier mache ich jetzt Frühstück. Schön am Beach Club. Ja, Fahrrad verboten. Aber heute scheint er ideal zu sein. Ne? Boah, was ein Betonklotz. Irgendwie hässlich. Ist der Bahnhof, Endstation. Aber ganz cool, kannst du mit der Bahn hier hinfahren. So, ich hör auf zu schwaden und esse einfach mal in Ruhe. Ganz cool. Zwei Brötchen, etwas Käse, Nussmix und Tomaten. 17 Euro. Ja, 17 Euro. Was hab ich noch geholt? Ein Apfel. Das war's dann, ja. Crazy, ne? Das ist so ein Frühstück. Da muss noch irgendwas fehlen, oder? Das kann nicht sein, ey. 17 Euro für ein Frühstück. Na, hier ist nichts mehr. Habe ich nichts anderes geholt? Krass, Alter. Nee. Leute, 17 Euro. Obwohl ich beim Supermarkt war. Na gut, ist auch so ein Campingplatz-Supermarkt, ne? Hat wahrscheinlich salzende Preise. Ich habe da gesalzene Nüsse. Klüppelschaden. Ey. Kriegst du das ab? Alter, 17 Euro. Weiß ich nicht. Ah ja, ich hab noch hier so ein Teilchen mitgenommen. Auch hart. Das heißt, ich hab, glaube ich, weiß nicht, ob ich es in dem ersten Teil reingenommen habe, die Toffee-Pay-Challenge verloren. So, hier schön dick Käse. Dann rolle ich den eben. Und willst du auch mit Hallen, ne? Gut,
Der nächste. Ein Rabe. Mehr habe ich nicht. Ach gut, der nächste. Hab ja nichts zu essen. Oh, was ist das denn? Ich dachte, ein Adler. Ey, 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 ey. Ey, ihr seid ja krass. Tschüss. Hallo? Ich habe nichts. Sieht ja süß aus, aber. Ich habe selber Hunger, außerdem hat 17 Euro gekostet. Ja komm, ich kann dir das nicht geben. So nah, ne? Habe ich euch aber noch nicht aufs Dings bekommen. Er hat ein Korn gesehen. Da. Jo, dann nimm es. Jetzt aber auch Ende. Kein Hunger mehr. Ich muss fahren. Ist einfach so ekelhaft. Füße sind übelst kalt. Die Möwen, die lassen hier keine Ruhe. Jetzt hier noch rein. Für die Laune. Ja, komm, ich gebe euch ein bisschen. Ja. So, Leute. Meine Güte, ey. Ich kann auch jetzt gerade echt nicht davon sprechen, dass ich Bock habe. Ah, diese Scheiße hier immer, ey. So. Da rollen wir wieder. Liebe Leute. Die Motivation hält sich übertrieben in Grenzen. Aber übertrieben. Ich hoffe, dass der Zucker hier was nachknallt, ey. Kalte Füße. Mmh, das schmeckt aber. Mmh, einfach fahren, ey. Einfach nur fahren. Zucker kämpft sich durch den Körper. Ich habe jetzt noch keinen Aufschrei innerlich, aber Laune bessert sich, aber nicht brutal. Ich bin jetzt hier an dem, hier ist so ein Hafen oder was, da ist jedenfalls ein Schiff, was anlegt. Und ich hoffe, dass ich dann gleich auch endlich mal hier beim Rhein bin oder halt bei dem Fluss, der da, wie auch immer der dann heißt. Weil ich bin ja hier im Rheinradweg-Kurs. Jedenfalls von der Videoidee, von der Videoreihe her. Aber hier ist ja auch real, ne? Packen wir das halt alles trotzdem so irgendwie zusammen, das Paket. Auch so macht Bock anzugucken. Fahren macht hier gerade, ja. Bock kann ich jetzt nicht sagen, vom Weg her sensationell, wie überall hier. Und das Krasse ist auch, es gibt hier einfach keine Schlaglöcher und nichts. Das ist der Wahnsinn. Filmen werde ich jetzt überwiegend mit der GoPro, ich hoffe, die macht soweit mit. Die Bildqualität passt, gefällt mir oft nicht so gut. Aber ja, es ist praktisch mit den Dingen. Mit den Handys, da wird es verrückt, aber habe ich schon oft erzählt. So, hier, schaut mal. Oh, das ist ja ein richtig fettes Schiff. Zwei sogar. So, Kerze, was ist los? Ich weiß, ich brauche eigentlich ein neues Ritzel, aber will ich hier nicht mehr investieren bei dem Rad. Jetzt, Leute, jetzt sind wir doch hier wirklich angekommen. Das ist jetzt hier, ich sag mal, wir nennen ihn jetzt einfach mal. Das ist nämlich ein Abzweig. Ich blende euch mal eine Karte ein. Ne? Der Rhein teilt sich irgendwann auf. Da sind zu viele kleinere Kanäle und wie auch immer. Aber für mich ist das jetzt hier der Rhein. So, ne? Einigen wir uns drauf. Hat, glaube ich, drei verschiedene Namen von Rhein bis Meer dann ändert sich noch zwei, drei Mal. Hier ist halt jetzt erstmal generell so Industriefeeling, ne? Hier viele Maschinen und hier stinkt es auf jeden Fall auch richtig ekelhaft. Da unten diese Dinger, ich weiß nicht, wie die heißen, ob das normale Algen sind, was weiß ich, sieht auch richtig eklig aus. Hier wird was auch immer in den Rhein abgelassen, keine Ahnung. Natürlich sieht hier auch hässlich aus. Mit dem grauen Wetter passt das eins und eins zusammen. Jetzt geht's von hier aus, ich glaube, das sind noch jetzt ungefähr so 350 Kilometer einfach bloß aufwärts, eben Richtung Köln. Und ich mache auf jeden Fall heute eine Übernachtung, wie gesagt, im Airbnb. Freue ich mich auch schon drauf, vor allem auf eine übertrieben heiße Dusche. Ich werde eine Stunde duschen und ja, dann sehen wir mal weiter.
So, Autobahn. Route kennen auch einige von euch, oder? Ich bin jetzt mal hier unterwegs. Auf der Fahrradautobahn hier. Das ist einfach nur schön. Aber ich hab keinen Bock, ich sag's euch. Gerade echt einfach keinen Bock. Mir ist einfach zu kalt und ja. Ich zieh einfach nur durch. So, wenn ihr das nächste Mal Rast macht, könnt ihr euch an den Ort hier erinnern. Ich bin gerade hinter dem Rastplatz. Ich weiß jetzt nicht, wie er heißt. Ein bisschen abseits von der Autobahn ist auch nicht schlecht. So, und einmal rechts nach, ja, Rotterdam, ne? Ja, 13 Kilometer noch. Prost! Oh, wenn so viel rennt, hat man nämlich gar keinen Verlangen nach Trinken. Wo ich natürlich trotzdem Wasser verliere, ne? So, kleines Päuschen. Wir sind zwar nicht bei Riesenmüller angekommen, aber bei Porsche. Das Pendant aus dem Automobilbereich. Vermutlich, keine Ahnung. Vergleiche ich jedenfalls ganz gern. Jetzt gibt es erstmal einen Schluck Wasser darauf. Füße eiskalt. Ich bin jetzt quasi mehr oder weniger mitten in Rotterdam. So, Käsebrötchen mal anders. Aufgrund der Härte. Obendrob. Jetzt relativ zentral in Rotterdam. Boah, schöne Brücke hier. Ich muss hier gerade eine Umleitung nehmen. Boah, das sieht ja cool aus mit dem Holz, ne? Und hier ist alles so krass ausgeschildert. Schaut euch das an, hier über die gelben Umleitungsschilder. Und hier hat man so, hier ist alles so krass organisiert irgendwie. Ich frage mich dann irgendwie, woran liegt, dass es bei uns irgendwie so, so chaotisch ist. Also hier ist alles irgendwie. Selbst wenn Baustellen stattfinden, dann ist es halt super ausgeschildert alles. Guck mal hier, Umleitung für Fußgänger hier rechts. Ah ne, Fahrrad auch. Okay, ich starte da vorne. Zack, einmal hier rein. So, auch das ist ja süß hier. Ja, typisch diese Gässchen immer, ne? Rotterdam, Maastricht, Amsterdam, wie auch immer. So, wo lang jetzt noch geradeaus? So, eigentlich ist es eine Sackgasse. Hier riecht es nach Käffchen. Ich glaube, ich muss noch mal zuschlagen. Das kleine Booster hier. Nach dem Käsebrötchen. Hier, wieder Umleitungsschild. Ey, das ist toll. Also kriegen hier 100 Daumen hoch von mir. Jetzt wird's kalt, ey. Jetzt wird es kalt, aber richtig kalt. Vom Allerfeinsten. Kälteste Zeitpunkt der Tour bis jetzt, glaube ich. Guck mal, hier ist eine Anzeige. 6, 5, 4. Und dann wird es grün. Das ist auch so, ey, meine. Ja, auf die Sekunde. Herrlich. Herrlich. So, jetzt wollen wir hier links rüber. Und grün. Ey, es ist krass hier. Sag doch mal was. In die Kommentare damit. Jetzt bitte. Einmal ein Kommentar zum angenehmen
Mobilitätskonzept hier für Radfahrende in Amsterdam und ganz Holland. Ist ja nicht nur in Amsterdam. So durchdacht. Ich frage mich, lag es daran, weil die von Anfang an so clever waren oder waren die immer schon cleverer oder war das bei uns alles immer drisial? Ich weiß es nicht. Schau's an, hier kannst du fahren, wie. Das ist. Puh. Nee. Zeit für Kaffee. Nicht zu lange drin aufhalten, das kann ich ein. Ach ne, es regnet. Oh, schon mal drauf mal eben. Ab rein in den nassen Helm. Kaffee hat richtig gescheppert. Boah, so italienische Maschine, ey. Siebträger, wie das heißt. Siebdruck. Weiß ich nicht. Alter Schwede, ey. Boah. Ey, jetzt aber die Pumpe. Vielleicht aber auch ganz gut, weil Inflation hält sich in Grenzen. Ich kämpfe gerade mehr, als dass ich Bock habe. Das hat auch nicht geklappt. Aber es kann nur besser werden. Man muss einfach weitermachen. Ich versuche nicht so viel zu denken. Schöne ist, und ganz wichtig, Tipp fürs Leben, habe ich so oft gelernt, teilt euch alles in Etappen ein. Und haltet euch vor Augen, dass das, wo ihr gerade seid, nicht das Endergebnis sein wird. Also der Zustand, wie er jetzt ist, ne? So blöd irgendwie da in einem kleinen Zelt gepennt, wobei ich habe eigentlich echt gut gepennt, aber halt mit diesem ganzen Aufstehen heute Morgen schon im Rähne, so, und dann diese Fahrerei hier durch den Wind und den Regen, oh, ist denn jetzt, wird es ja nicht schon am Platten, das hat sich komisch angefühlt. Ich prüfe mal irgendwie. Hinten habe ich schon einiges am mitgenommen. Oh, das ist so eine Tanke. Ne, komm, ich fahr jetzt. Ah, ne, komm, ich drehe. Naja, jedenfalls, das, wie es gerade ist, ist ja nicht das Ende. Und los. Aha. Da kann doch nichts, komm. Nimmst du was, oder? Oh. Hat jetzt was geklappt, oder? Schauen wir noch mehr rein. Aha. Ja. Oh, oh, stopp. Boah. Ja, perfekt. Neues Fahrerlebnis. Da hat wirklich Luft gefehlt. Ich hatte 2,4, glaube ich, drin. Jetzt habe ich 3,5. Das ist was anderes. Fahr mit dem Gepäck hinten drauf. Und ich denke, jetzt wird es von der Strecke auch schöner. Mehr Natur auf jeden Fall. Das will ich mal schwer hoffen. Durch Rotterdam dadurch, das war jetzt nicht so der Oberknaller. Außer wirklich im Zentrum selber. Aber ja, bei so einer langen Strecke mit so vielen Kilometern kannst du es eh nicht perfekt planen. So, 60 Kilometer noch für Höck. Dann reicht mir das aber auf jeden Fall auch. Punkt 16 Uhr und ich bezweifle gerade, ob ich die Route überhaupt Rheinradweg Nord oder so nennen kann, weil ich glaube, ich doch echt zu stark davon abweiche. Also ich fahre hier so wenige Meter nur am Rhein entlang, das ist irgendwie nicht so ganz Sinn der Sache. Da würde mich jetzt mal interessieren, was ihr dazu denkt. Ach, keine Ahnung, was ich draus mache. Wie auch immer. Es hört auch auf jeden Fall auch nicht auf zu regnen. Ich zeige euch mal ganz kurz. Ja, ich bin jetzt
78 Kilometer gefahren und hier heißt das Dingen Beneden Mervede. Wie auch immer man das ausspricht. Ich gucke jetzt mal noch. Und das ist Gorinchen Hardinfeld. Was heißt das Ding denn rein, ey? Oder. Ah, nee. Nee, ich hätte es besser gelassen. Ein bisschen höher nochmal. Boah, Junge, das ist doch hier. Ja, ich habe halt hier überall so Punkte gesetzt. Ja. Hier heißt es jetzt aber schon. Weil, ach, keine Ahnung, ich lasse es, ich fahre einfach weiter. 39 Kilometer noch, ey. Zwei Stunden. Zwei Stunden am Sattel. Bin ich so gegen 18:30 da. Dann hoffe ich, dass mit dem Check-in alles klappt. Ja, ist der Rhein. Ah, Junge, ey. Mir reicht's für heute, ey. Es sind nur 306 Kilometer. Nee, 300. Wie viel? Kannst du nicht lesen. Alles voll Wasser. Hier aus dem warmen Zimmerchen spricht es sich auf jeden Fall besser weiter. Ich bin jetzt von den Orten Pappendreck Richtung Gorinchem gefahren, entlang eines kleinen Strandabschnittes hier beim Rhein oder wie auch immer er sich hier an der Stelle nennt. Jedenfalls war es dann ganz gut, den Weg zu fahren, wenn auch ich hier die ganze Zeit irgendwie ja, schwerfällig ausatmen musste, weil es einfach ja sehr kalt war. Dann habe ich hier an einer Brücke im Halt gemacht, wo gerade ein Schiff durch einen Kanal fährt und dementsprechend war auch dann die Brücke, wie ihr sehen könnt, ja, nach oben ausgefahren, sodass das Schiff eben unter der Brücke herfahren konnte und irgendwann nach einer gewissen Wartezeit ging die Brücke dann wieder runter. Das fand ich ganz cool, hatte ich so auch noch nicht gesehen. Ich bin super froh aber gewesen, dass die Brücke überhaupt ja in Schuss war und dass das irgendwie lief, sonst hätte ich nochmal einen riesen Umweg machen müssen. Übrigens kann ich die Orte in Holland alle überhaupt nicht aussprechen, von daher will ich euch gar nicht noch mehr Orte aufzählen, wo ich vorbeigekommen bin. Pause habe ich dann hier gemacht. Wie leite ich diese Pause jetzt ein? Darüber mache ich mir gerade Gedanken. Ich bin durch. Ich bin einfach durch. Nass, kalt, ungemütlich. Nur noch 20 Kilometer. Ich glaube, es wird Zeit für Toffifee. Ich zeige euch nämlich jetzt auch, dass ich hier noch in der Challenge bin. Zumindest habe ich nicht noch mehr süß gekauft, außer ja, dieses Ding vom Bäcker da heute Morgen. Ist auch so krass, dass das heute Morgen war. Ich hatte das Gefühl, das war irgendwie gestern oder so. Das ist krass. So. Also. Drei Stück sind für mich. Da wäre der bald gewesen. So. Ich fange an. Beiden tue ich hier vorne rein. Boah. Morgen fahre ich früher los. Da muss ich mal gucken, wo ich dann penne. Boah, das ist lecker. Ich muss mir mehr so Nahrung mitnehmen, die man fürs Radfahren auch nutzt. So riesig und so. Guck mal hier, wie das schön das aussieht, ne? Steilste Steigung hier gerade. Oh, ich dachte, hier könnte rein. Nix. Nice. Oh je, ich bin letzten Metern, ey. Oh, naja, ich hab da jetzt einfach keinen Nerv mehr für. Ich hab keinen Bock, da so übel schmutzig dann anzukommen. Ist ja. Alter.
Alter, nein, ey. Ey, null Bock da drauf. Gar nicht. Null. Nee, Alter, auf keinen Fall. Mir reicht's. Ey, ich guck jetzt, ob ich woanders lang kann. Ich hab da jetzt so krass keinen Bock irgendwie drauf. Boah, ey, das... Boah, ich merke, das ist wieder hier zu viel, Leute, ey. Deswegen ist die Laune jetzt auch gerade hier wieder so unterirdisch. Wie weit ist das da jetzt noch? Alter, das kann so weit noch gehen. Und nachher komme ich da wieder nicht raus. Ah, hier links eine Straße. Ich habe keinen Bock mehr, ey. Jetzt habe ich gerade wirklich einfach überhaupt gar keinen Bock mehr. Ich schütze auch die Kopfhörer raus hier. Nervt mich. Nervt mich gerade wirklich. Ich wollte jetzt einfach nur so wirklich... Daran merkst du, dass es zu viel ist und du fährst und sobald noch ein Hindernis kommt, was ja jederzeit eintreten kann und du aggressiv wirst, jetzt kann ich hier durch die Pampe fahren. Die Reifen sind jetzt schon wieder unnormal schmutzig. Ey, Junge, 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 Alter, nee. Mach ich mir jetzt noch die Mühe, das ist die Frage, und hol die Kamera raus. Das ist jetzt die Frage. Das sind jetzt die Momente, wo ich auch einfach nur noch das mache, wo ich null Bock habe. Ich sag's euch, so, Kamera läuft, so sieht's aus. Hier sieht's so aus. So, jetzt fahren wir auf dem höchsten Modus. Alter, ich hasse dieses Matschgefühl. Guck dich das an, guck dich schon an den Reifen hier vorne. Ich bin am Arsch. Ich habe keinen Bock da drauf, Mann. Ich kann aber jetzt auch nicht woanders lang fahren. Was soll ich machen? Verdammte Scheiße. Alter, nee. Nee, ich flipp gleich komplett aus. Okay, in der Mitte ist, glaube ich, ein bisschen mehr. Ich bin am Arsch, Alter. Ich bin am Arsch. Ich will einfach jetzt ankommen, ey. Ich bin durchgefroren. So, hier, komm, Stahlplatte. Pass auf, dieses spiegelblank. Oh, 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 oh. Jetzt gibt da noch ein Auto, ey. Ich werd bescheuert. Und hier ist aber ein bisschen weniger matschig. Hier ist mehr Kiesel vorhanden. Hier ist alles schmutzig. Ey, ich krieg einen Ausraster gerade. Komplett. Ich bin am Ausflippen innerlich. Ohne Scheiß. So. Ruhig, ruhig. Dann soll es auch gleich nochmal richtig schütteln. Dann kann ich wenigstens nochmal alles sauber machen. Ich fahre hier keinen Meter mehr weiter. Oder hinten endet das aber, glaube ich. Ne, mache ich aber nicht. Ich keinen Bock mehr. Schnauze voll, krass. Ey, ist ohne Scheiß krass. Hier, alles versifft. So, ihr seht da hinten. Das seht ihr jetzt nicht, aber hinten endet das. Ich mach das aber nicht. Ich hab da keinen Bock drauf. Nachher ist da noch Ende. Ne, ne. Ich nehme mal lieber einen Umweg in Kauf. So, jetzt schön. Jetzt komm, Platzregen, bitte. Oder hier einmal durch die Wiese. Besser ohne Kamera. Es fliegt. Wow! Ich mach jetzt hier einfach. Pragmatisch die Kiste sauber, ey. Ey, ist jetzt auch bei mir mal der Punkt erreicht. Alter Schwede, ey. Ich muss auch mal die Tasche hier abmachen. Also Schlamm hier, da kann ich doch nicht die Taschen ins Haus tragen. Hol ich's an. Ich bin vorm Ausrasten, ehrlich. Ich hab keinen Bock mehr. Ich kann das doch hier so nicht sauber machen, ey. So eine Scheiße, Mann. Ich hab so Bock, jetzt zu fluchen. Ich hab gar keinen Bock mehr. Ey, komm, es ist doch bis zum Kotzen, ey. Ich hör einfach auf, ey. Ich hätte durch die Wiese ziehen. Ne. Du hast nur noch mehr Schmutz. Komm, vergiss es einfach, ey. Boah, ne. Ich mach 10 Kreuze, wenn dein Tag hier rum ist. Das mach ich mir gleich doch noch ein Bier auf. So, Leute, hier sehen wir uns wieder. Ich werde mir jetzt ein bisschen Apfel klauen.
aus einer ja, kleineren Notsituation heraus. Oh, die fetten Dinger hier an. Ich nehme jetzt einen. Danke. Schmeiße ich irgendwann mal wieder einen Euro in die Kaffeebüchs. Dann leicht sich das nämlich aus. Mal gucken, ob der schmeckt. Boah, fette Dinger, ne? Hm? Boah! Boah! Heide Witzka. Die schmecken. Ich brauche jetzt Nervennahrung. Ich will nicht zu den Toffifee greifen. Also seien wir verziehen, oder? Guckt euch mal diesen Kavenzmann an. Boah. Mmh. Mmh. Boah, deine Süße. Mmh. Boah. Okay. Das sollte helfen. Hol ich das Ding an. Hört doch auf zu reden und zu filmen. Drück mir die Daumen, dass ich gut ins Zimmer komme. Und dann sehen wir uns nämlich da dann wieder. Ende hier. Ja, kurz vor Erreichen meines Zieles muss ich aufgrund einer Straßensperrung noch einmal wenden und hab wieder geflucht ohne Ende. Ihr könnt ja mal erzählen, wie oft ich bis zu dem Zeitpunkt keinen Bock mehr gesagt habe. War wirklich wild der Tag. Ich hab dann, bin dann irgendwann angekommen in meinem Zimmerchen. Das war ja mehr schlecht als recht, aber für die Nacht hat es auf jeden Fall getan. Ich habe alles ausgepackt, so gut es ging. Die Taschen habe ich einfach stehen lassen, weil da so viel Dreck dran war. Das Rad hat dann draußen vor der Tür seinen Platz gefunden. Ihr seht auch, wie nass das Zelt da ist. Also es hat dann die Nacht immer noch weiter geregnet. Und ich habe mich hier breit gemacht, alles versucht, so gut es geht zu lüften, ein bisschen am Laptop rumgespielt. Aber ich hatte dann ehrlich gesagt auch komplett die Nase voll. Das letzte Essen hier hat dann, auch nicht mehr wirklich was gebracht. Ich habe es mir trotzdem noch reingepfiffen. Und dann, Leute, ging der finale Fight überhaupt des Tages los. Ihr seht hier eine Mücke. Jetzt in der toten Version. Ich habe da richtig gekämpft und den Tag einfach nur noch beendet. Hier schon mal ein kleiner Spoiler. Teil 3 wird komplett anders verlaufen und in einem ganz anderen Licht erstrahlen. Ich freue mich, wenn ihr dann auch wieder mit am Start seid.